Hi ihr Harmonischen, was geht ab? Wir sind heute harmonisch drauf und deswegen habe ich mir meinen allerliebsten Lieblingsgast in der Küche immer dazu geholt, weil er sehr ein Kochenthusiast ist, von dem ich mir viel Euphorie immer gerne mitnehme. Aber neben dem Kochen kann der gute Krani McKransen, nennt man dich gar nicht mehr, ne? Ist eigentlich nur doch, Max. Jeder nennt mich eigentlich Krani McKransen. Okay. Also Max, Hälfte Max der Zeit. Max Kran. Kann man nochmal von dir auch ganz gute Seminare buchen, weil ich habe das schon ein paar Mal gehört und heute würde ich das gerne mal machen, begleitet aber mit Kamera, denn Max, du bist ein großer Kaffee-Enthusiast. Ja, ich bin quasi selbsternannter Barista, Home-Barista, ja. Weil die echten Baristas arbeiten ja in Cafés. Man sieht das auch. Also wir haben gerade schon gesagt, das ist so der fresheste Barista auf jeden Fall. Der frecheste und der frecheste. Ja. Und danke. Na, nice. Okay. Darum wird es heute gehen. Das ist meine Kaffeemaschine, mein Baby. Ganz kurz die Geschichte dazu. Ich habe nie Kaffee getrunken. Wirklich nie Kaffee getrunken. Auch so während der Schulzeit habe ich mir mal so im Abi, weil ich mich cool und gestresst fühlen wollte, mal so einen Billig-Kaffee in so einem braunen Becher geholt. Und dann aber viele Joints geraucht aber. Auch das nicht. Ich habe wirklich nie Kaffee getrunken, bis mein bester Freund aus der Heimat, also beziehungsweise seine Familie, sich genau diese Kaffeemaschine angeschafft hat. Dann hat er das gelernt, hat selbst angefangen in einem Café zu arbeiten und hat mich übelst damit gecatcht. Und das ist eine? Eine ECM Mechanica 4 ist das. Also das ist die genaue Modellbezeichnung. Mhm. Es ist relativ teuer, sich so eine Maschine zu holen. Gerade ECM ist halt so. Darf ich fragen, wie viel ungefähr? Also die mach mal von bis. Mach von bis. Die Kombination mit der Mühle kostete 2500 Euro, glaube ich. Also es ist wirklich teuer. Aber ich habe das bei dem Kumpel gesehen und die Family hat sich halt wirklich regelmäßig da so diesen Latte-Art-Kaffee gemacht. Ich war so begeistert. Fairerweise muss man sagen, du benutzt es ja auch unfassbar viel. Ne? Also Max kennt man hier bei uns in den Freundeskreisen hauptsächlich dafür, dass man mal zum Kaffee einfach spontan vorbeischauen darf. Genau. Und du benutzt es ja auch seit Jahren jetzt wirklich schon. Das heißt, für dich war es eine Mega-Investition. Es war quasi eine Personal-Branding-Strategie. Also ich sehe eigene Kaffeebohne bei dir eigentlich. Ja, so. Irgendwann mal vielleicht. Aber ich habe ja selbst auf meinem Kanal noch gar nicht so viel Kaffee-Content. Deshalb bin ich umso fröhlicher, dass wir es jetzt machen können. Ganz kurz erklärt. Was brauchen wir alles? Kommt mal rüber. Wenn wir uns ganz kurz das Setup hier anschauen. Also das hier ist eine Siebträgermaschine. Die heißt so, weil das hier ein Siebträger ist, in dem sich das Sieb befindet. Und das kann man hier in die Brühgruppe einhängen. Natürlich malt man davor Kaffee rein und dann lässt man Kaffee durchlaufen, beziehungsweise Wasser mit sehr hohem Druck durchlaufen, wodurch dann so die Aromen aus dem Kaffeepulver, aus dem frisch gemahlenen Kaffeepulver, extrahiert werden. Es geht ja bei Latte Art, was wir ja heute auch versuchen wollen, richtig, auch darum, dass man halt eben ganz feine Milch aufschäumt. Mhm. Und das macht man mit dieser Dampfpflanze hier drüben. Die gibt es ja auch so bei normalen Kaffeemaschinen. Genau, genau, die dreht man halt auf und dann kommt da heißer Wasserdampf raus, der es eben schafft, so ganz kleine Luftpartikel in die Milch reinzubringen. Okay. Und dann hat man, das nennt man Microfoam. Und Microfoam ist, was man haben möchte, damit man halt gut Latte Art machen kann. Okay. Genau, ansonsten ist hier drüben die Mühle. Darf ich kurz noch, wofür ist der zweite Arm? Der zweite Arm hier drüben, steht auch drauf, ist Aqua, also für Wasser einfach. Ah. Kann man aufdrehen, kommt Heißwasser raus. Kann man für Tee zum Beispiel benutzen, aber eben auch, wenn man einen Americano macht, also quasi den klassischen schwarzen Kaffee, also Espresso-Shot und mit Wasser auffüllen. Mhm. Denn in Italien gibt es quasi keinen Filterkaffee oder sonst was. Also alle Kaffeegetränke basieren auf einem Espresso. Okay. Weil deshalb kann man damit auch alles machen, was es gibt. Flat White, Cappuccino, Latte Macchiato, Americano, also alles. Ich wäre ja so eine Basic Bitch bei sowas. Ja. Ich wäre sehr Kaffee und Milch. Auch gut. Milch. Auch Eiskaffee? Alles dann gerne drumherum. Ich bin dafür für alles offen, weil es ist ja im Prinzip eigentlich nur ein bisschen zu anders zusammengeschüttet oder mehr Wasser, weniger Wasser, intensiver, nicht intensiver. Solange du nicht so bist wie Sebastian, der an meine teure Maschine, an mein Baby geht, sich ein Espresso zieht und einfach so kalte Milch reinschüttet, wie so ein Gottloser. Ja, okay, ich bin manchmal schon so. Echt? Also ich ziehe mir schon einen Kaffee morgens und schütte dann einfach Milch aus dem Kühlschrank rein. Ja, nee, das kann ich ja verstehen, aber nicht dabei. Nee, dabei wäre mir das auch zu blöd, okay, glaube ich. Und ich bin bei der ganzen Sache auch ein bisschen nerdy unterwegs, weil ich wiege und time alles, was ich mache. Also doch wieder Marihuana. Doch wieder Marihuana. Und ja, der Gedanke dahinter ist relativ einfach. Mhm. Du möchtest immer guten Kaffee trinken, ne? Also immer richtig, richtig guten Kaffee. Und deshalb immer gleichbleibende Qualität. Genau, deshalb kaufst du dir diese gute Maschine. Die ist so teuer, weil die halt die Temperatur gleich hält und halt immer dafür sorgt, dass möglichst gute, gleiche Gegebenheiten da sind. Was man nicht bestimmen kann, außer man wiegt es, ist, wie viel Kaffeemehl man halt in das Sieb reinmacht und wie viel rauskommt. Also und in wie viel Zeit. Das sind so die drei Sachen. Und die kann man halt alle mit so einer Waage, da ist ein
ist eine normale Waage und halt ein Timer drin. Ach so. Bestimmen und das mache ich wirklich jedes Mal. Es ist halt voll drin jetzt in der Routine. Aber wenn ich mir so einen Kaffee mache, dann nimmt das auch schon mal 5 Minuten in Anspruch. Alright, sollen wir mal so einen Prozess starten? Da bin ich bereit. Außer wir haben ja natürlich noch den Grinder, ne? Ja. Da wird einfach unter Hitze? Gar nicht mal unter Hitze, nee. Man kann hier oben die Mahlstufe, also fein und grob, einstellen. Ich habe das auch in einem langen Experimentierprozess herausgefunden. Und da drückt man dann einfach und dann wird der Kaffee frisch gemacht. Hier unten ist noch eine Knockbox, da kann man dann den Kaffeepuck quasi aus den, also aus den Sieben einfach raushauen. Also genau, du hast deinen Kaffee fertig, haust den einmal raus und machst das dann noch kurz sauber. Krass. Genau, fangen wir an. Ich lasse mir das jetzt einmal vom Meister zeigen, dann mache ich nach. Kriegst erstmal die Aufgabe, ich war nämlich extra noch frischen Kaffee holen, aufzufüllen. Oben. Okay, gerne. Ja, in der Zeit werde ich gar kein Problem probieren, nicht am Schwitzen zu sterben. Und riech mal dran, das ist der reinste Traum, wirklich. Schon als Kind habe ich immer den Geruch von Kaffee geliebt, ne? Aber ist irgendwann auf jeden Fall geil. Habe ich dann auch Kaffee selbst lieben gelernt. Es ist eine komische Entwicklung. Bei mir war es ja genau umgekehrt. Ne? Ich habe ja ganz früh schon immer Dings getrunken. Soll ich einfach reinschütten? Genau, einfach reinschütten, einfach einmal voll machen. Ich habe ja als Kind schon ganz früh Kaffee getrunken. Auch immer ohne, dass meine Mutter das wusste. Und das hast du dann irgendwann rausgefunden und fand mich nicht mehr so geil. Aber ich habe einfach sehr früh schon immer gerne Kaffee getrunken, weil ich das auch immer von meiner Oma und von meiner Mutter kannte, weil die, reicht das so? Ja. Weil die super viel Kaffeekuchen immer gemacht haben. Wir hatten ja früher im Schwabeländle, in Süddeutschland hat man 5 Mahlzeiten. Frühstück, ja. Dann hast du Schupfnudeln, 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 Schupfnudeln. Nein, dann hast du so vorm Frühstück und nach dem Frühstück und Mittagessen hast du ja was Brunch-ähnliches. Okay. Nach dem Mittagessen hast du Kaffee und Kuchen und dann abends hast du noch Abendessen. Moment, aber jeden Tag? Bei meiner Oma war es so. Die war da sehr, sehr so alti Baden-Württemberg-Style-mäßig. Und die haben halt immer Kaffee und Kuchen. Jeden Tag hat meine Oma frischen Kuchen gemacht. Jause. Und da gab es halt immer Kaffee. Jause. Ja, ja. Feschbor nennt man es eigentlich. Soll ich dir einmal komplett einen Run-Through geben? Was würde denn passieren, wenn ich jetzt freestylen würde? Du könntest es machen. Würdest du dann sagen, ich werde gekreuzigt? Oder? Also ich habe dich das ja schon mal machen sehen, fairerweise. Du könntest es, kannst es gerne mal probieren. Ich weiß nicht, wie viel Gramm. Wobei, das ist, glaube ich, lustig fürs Video. Ich würde sagen, du machst einfach mal dein Ding. Ich weiß ja ganz genau, wie es funktioniert. Also ich mache jetzt hier meine Waage hin und dann werde ich jetzt erstmal ein, wie ich es nenne, eine Tare machen. Tare. Sehr gut, auch, ne? Ja. Weil dann habe ich ja den Kaffeebecher schon weg. Dann tue ich den hier rein. Drücken. So, jetzt habe ich hier 8 Gramm. Das ist schon gut, glaube ich. Oder ich würde 10 mal machen. Ich glaube, 10 ist schon... 10 ist 13, ja. 10 Stück, 11 finde ich auch okay, ist meine Lieblingszahl. 11 ist meine Lieblingszahl. Und dann habe ich ja von dir schon mitbekommen, gibt es hier unterschiedliche Sachen. Ja, das. Und was ist der Unterschied zu dem, wenn ich kurz eine Zwischenfrage darf? Also das hier ist ein Blindsieb, das benutzt man nur zur Reinigung der Maschine. Das ist ein Doppelsieb, das ist damit man sehr dreckig, es tut mir sehr leid. Ja, das ist nicht schlimm. Da kann man zwei Sachen rausziehen, genau. Boah. Und ich habe noch, das ist übelst crazy, einen bodenlosen Siebträger. Und dann kommt das hier überall raus und bündelt sich zu so einem bernsteinfarbenen Strahl der Liebe. Aber es ist sehr schwer. Es ist crazy, ne? Food, Getränke oder so. Du kannst nur mit Kaffee dich dein ganzes Leben auseinandersetzen und könntest um die Welt reisen und immer mehr lernen und mehr geilere Sachen. Safe. Ich habe letztens einfach ein ganzes Wochenende lang jeden Tag nur Pizza-Dokus mir angeguckt. In 1000 verschiedene Variationen und die waren auf der ganzen scheiß Welt in Tokio irgendwelche Pizza. Ich bin nur dein Hinterkopf. Ist mir egal. Dann kümmere dich darum, dass du mein Vorderkopf bist. Mein Gott. Ich tue das jetzt hier rein. Du nimmst jetzt quasi die 11,2 Gramm. Ich nehme die 11,2 und tue die einfach da rein und guck mal in dein Gesicht, ob ich hier bis dato alles richtig mache. Ich würde die jetzt hier reinschütten. So, toll. Jetzt habe ich das da drin und jetzt mache ich erstmal, das sind ja die Profi-Barista-Sachen, die ich auch mache. Okay, du hast echt zugeschaut. Ah, echt? Machen wir es wirklich so? Ja, also man levelt das so, man guckt, dass es weibliche Intuition, würde ich sagen. Man möchte nämlich Channeling vermeiden, also man möchte vermeiden, dass das Wasser sich einen besonders leichten Weg, sagen wir mal, durch den Kaffee suchen kann, weil logischerweise, wenn jetzt irgendwie eine Seite ganz flach ist, läuft alles Wasser dadurch, sucht sich ja den einfachsten Weg und dann wird das hier überextrahiert und das andere gar nicht. Also für mich wäre das jetzt schon fast okay. Ja, finde ich super. Kannst du es hier in die Tampingstation reinstellen? Ja, das wusste ich genau, ja. Ich werde das jetzt nicht direkt da reingetan. Also einfach hier durch das hier hinholen. Kannst du gerne machen, ja. Und dann tue ich das da rein. Genau. Du hast es jetzt schon gut gemacht. Und eigentlich ist das hier noch so ein kleines Tool, um das zu leveln. Ah. Kann man einmal drehen und dann ist es relativ... Boah, ist das schwer. Ja, das ist echt schwer. Einfach da drauf und drehen. Einmal draufsetzen, genau. Und einmal drehen. Und einmal...
Schön, ja, genau. Und jetzt nimmst du den Tamper und drückst es feste. Genau, gleichmäßig vor allem, aber gerade und gleichmäßig. Weil, wie gesagt, wir wollen... Mal mit links, Max, damit du filmen kannst hier. Mhm. Ich mach's einfach jetzt so. Genau, sieht doch schön aus. Ja. Süß, ne? Du hast 2,4 Gramm Kaffeemehl zu wenig genommen. Ist mir scheißegal, was du jetzt sagst. Okay. Du wirst jetzt erstmal sehen, wie geil das schmeckt. Dann würde ich sagen, häng das mal ein. So, ah, und, genau. Dann? Und jetzt einfach hoch und rüber. Perfekt. Wusste ich alles bis dato, oder? Ja, gut gemacht. Super, ganz super. Alleine problemlos, sage ich. Jetzt bräuchte ich eine Tasse, denke ich mal. Oder ich fülle es einfach in so eine Gin-Bottle und nehme es mir mit. Das würde auch gehen. Mhm. Nimm dir aber am besten wirklich eine Tasse. Yes. Die sind nämlich hier oben, weil die Maschine Hitze bekommt, sind die vorgewärmt. Alaber. Ja. Dafür ist es da? Genau, dafür ist es da. Dafür sind diese Löcher oben drin. Weil dann wird der Kaffee nicht so schnell abgekühlt. Aber für über 2000 Euro kann man das auch erwarten, oder? Das stimmt allerdings. Für so ein, ich sag jetzt nichts. Und jetzt würde ich das dann einfach drehen lassen. Genau. Hier würde ich dann so ein bisschen ziehen. Ja. Und dann geht das los. Ja, ganz hoch. Ruhig, mutig. Ja, passiert nichts, ne? Nee, ist super. Ist, glaube ich, kaputt. Und jetzt würde ich dann, das ist ja ein Espresso. Und Espresso ist immer so bis hier. Das heißt, jetzt würde ich das wieder zudrehen. Ja, ist prinzipiell erstmal ganz gut. Man hat es gesehen, es ist relativ schnell durchgelaufen. Mhm. Und die Crema, die wir oben drauf haben, ist stellenweise so ein bisschen dünn. Aber es ist, glaube ich, also es würde schmecken auf jeden Fall. Und jetzt machen wir mal deinen daneben. Das würde mich jetzt mal interessieren. Auch tempomäßig, damit wir mal einen direkten Vergleich haben. Okay, okay. Ist jetzt ein bisschen dreckig, weil du so wenig reingemacht hast. Sonst kann man den Puck normalerweise raushauen. Aber es ist überhaupt kein Problem. Also ich entschuldige mich für die... Wir sind in der Ecke. Es ist ein bisschen unscharf. Wir hätten theoretisch auch einfach umbauen können in die Mitte. Zwei Minuten lang das auf diese Koch. Wir können es ja vielleicht kurz rumswitchen, oder? Von mir aus. Damit es ein bisschen angenehmer ist. Ich finde das für dich kein großes Problem. Also es geht. Ja, damit die Leute. Ich keine Rücksicht, aber. Nee, damit die Leute ganz sicher. Ich würde sagen, halt diese Lücke hier. Ich finde das sehr gut. Max, sehr gut. Schön eingeschritten. Ich würde sagen, wir bauen schnell um Magie. Ja. So, es wurde umgebaut, ganz fleißig. Jetzt seht ihr es auch viel, viel besser. Guter Input, Max. Sorry an euch, wir haben wirklich sehr spontan heute gedreht. Okay, ich mache jetzt meinen Kaffee. Das heißt, ich werde genau wie du jetzt erstmal anfangen und 13,5 Gramm mahlen. Mhm. Also schon im Gespür, wie lange das dauert? Ja, auf jeden Fall. Punktlandungstage sind immer die besten. Ah. Das war sehr schlecht. Ich mache aber in letzter Zeit, da ja meine Freundin sehr, sehr häufig auch hier schläft, mache ich eigentlich nur noch die 21 Gramm, weißt du? Und das ist ja das Doppelsieb. Und dementsprechend bin ich da aus der Übung. Ja, klar. Mach dann das Rest an. Schmeiß ich einfach in den Müll, weil ich reich bin. So auf Revi, der so bei jeder Gelegenheit erwähnt, dass er Millionär ist. So. Der hat ja auch 400 Wohnungen, wusstest du das? Das wusste ich, ja. 10 Milliarden Wohnungen. 10 Milliarden, ja. So, dann Minecraft, ne? Füllen wir das hier rein. Und genau wie du es gemacht hast, dann einfach so ein bisschen... Boah, der riecht Karate Kid, Alter. Anpassen, drauf, drehen. Tempen, einhängen und ich mache es wie gesagt auch immer noch so, dass ich dazu noch wiege, also auf Null und los. Das sollte circa 25 Sekunden dauern und es sollten 27 Gramm Kaffee rauskommen. 25 Sekunden, nachdem du angemacht hast oder? Abdem ich den Hebel gemacht habe, genau. Okay. Aber wir gucken eher auf die Grammzahl. Okay. Das heißt, ich muss so bei 25 stoppen. Ein bisschen mehr geworden, aber genau, also es könnte ein bisschen besser getimt sein, aber wenn wir es mal vergleichen zu dem Kaffee, dann steht jetzt schon was, also das ist kein Vergleich so richtig, aber er hat auf jeden Fall eine dichtere Crema. Und da kann man jetzt noch was dran drehen, ich habe eigentlich die 21 optimiert, aber da kann man auf jeden Fall noch viel, viel mitmachen. Gehen wir auch schon zum nächsten Schritt, dem Milch aufschäumen. Soll ich dir einfach einmal vormachen, weil das muss man mal gesehen haben. Okay, ja, also ich kenne das nur von... eben der häuslichen Kaffeemaschine bei uns zu Hause. Ja. Weil meine Mutter war immer ein totaler Fan von Milchschaum. Ja, okay. Wo ich immer total dagegen war und vielleicht habe ich deswegen auch so eine Sebastian, kalte Milch, fickt euch alle Attitüde drauf, weil das vielleicht so ein bisschen so, oh, chill doch mal dein Leben mit warmer Milch. Weil immer, wenn ich mit meiner Mutter früher, wenn man cool ist und 16, dann war man ja uncool und dann wieder cool. Aber als man dann so das erste Mal cool ist mit seinen Eltern im Restaurant, war immer so, könnte ich dann warme Milch und Milchschaum dazu haben. Aber ich mag Milchschaum auch nur, wenn es eben dieser Microform ist. So dieser steife, eine Homophobie. Milchschaum ist wirklich komplett schrecklich. Okay, also wir füllen das einmal ein. Yes. Es muss so ein bisschen unter den Schnabel gefüllt sein. Das findet man mit der Zeit heraus. Dann stelle ich das kurz zur Seite. Yes. Fangen wir auch direkt an mit dem Aufschäumen. Man nimmt die Dampfpflanze und setzt sie hier an den Schnabel an und guckt halt, dass
die von der Mitte aus ein bisschen nach rechts versetzt ist, okay, und die Kanne ist ein bisschen geneigt. Okay. Wird das heiß? Es wird heiß, genau, und das ist auch der Zeitpunkt, wo man weiß, dass man genug geschäumt hat, wenn es unangenehm wird, es mit der Hand zu berühren. Aber ich habe ja zum Beispiel keine Oma-Hände, ne? Also ja, hab ich auch nicht. Wir machen uns auf. Und wir sehen schon, wie das sich jetzt hier gerade schön dreht. Und es muss so, wie es jetzt gerade klingt, so ein bisschen reißen. Ja, man sieht, es zirkuliert da ganz schön. So, jetzt gerade merke ich, dass es heiß wird. Du kannst auch mal von unten dran fühlen, Stürmen. So, das ist so die Temperatur, wo man dann sagt, man lässt es sein. Dann haut man es noch einmal auf, um die großen Blasen zu killen. Du kannst noch irgendwie ein, zwei Mal mehr aufhauen, ein bisschen zirkulieren. Und so, das sieht jetzt ganz gut aus, kann auf jeden Fall noch besser gehen. Das Ziel, was man haben will, soll aussehen wie frische Farbe, also okay, von der Textur her. So, und dann können wir eigentlich theoretisch jetzt auch schon anfangen. Jetzt artet. Mit der Latte Art. Dafür, die Crema ist jetzt so ein bisschen bröckelig, drehe ich das Ganze auch noch mal ein bisschen, dass sich das wieder schön vermischt. Und dann fange ich schon an, also von oben erstmal hoch einschenken. So, und jetzt kann man anfangen, irgendwie so ein kleines Bild reinzumalen. Ich mache jetzt einfach mal so eine gesteckte Tulpe oder genau sowas in die Richtung. Also zack, einmal durch. Das war jetzt eine Schande, es ist hässlich. Aber vom Prinzip her funktioniert es so. Es ist aber hässlich, ich schäme mich. Stell mal vor, du wachst morgens auf, erstmal neben diesem schönen jungen Mann und dann kriegst du noch sowas ans Bett gebracht. Dann muss ich ja sagen, kein Wunder, warum die alle nackt bleiben tagsüber. Ne? Also keine Ahnung, bei mir läuft das dann so ab, so, willst du Espresso oder groß? Und dann kommt meistens, warum bin ich hier aufgewacht? Und dann sage ich, darüber reden wir später, möchtest du Espresso oder groß? Oh. Möchtest du den Taste-Test machen? Ich möchte gerne erst meinen machen. Okay, oder geht dann das Aroma so weg, dass du sagen würdest? Du hast es jetzt leider wirklich ein bisschen schwer, weil der schon so lange steht mit der Crema. Ich würde dir nochmal eine neue Espresso-Basis quasi machen, yes, und dann machst du nochmal die Milch. Wir schütten das einfach weg, weil das Kilo Kaffee kostet nur 27 Euro. Schmutz. Und deshalb ist es uns komplett egal. Zum Glück fair produziert. Ich mach mal kurz, Max bereitet kurz den Kaffee vor. Das habt ihr jetzt gesehen. Ich darf jetzt probieren. To be fair, ich war schon ein, zwei Mal hier und habe schon einen sehr guten Kaffee gemacht. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Hast du schon mal hier einen Kaffee getrunken? Nee, ich guck nur Alkohol. Willst du? Nur einmal Alkohol. Willst du probieren, ne? Fütter dich gerne. Ich mach's hinter die Kamera, dann schreibe ich euch das Gesicht. Sau gut. Das freut mich. Bären, ich trinke keinen Kaffee. Ne? Echt? Ja, aber schmeckt sehr gut. Das freut mich sehr. Ja, das ist halt auch kein Zucker und sowas. Ne? Das ja, halt nur durch die Süße der Milch. Ja, das ist wirklich cool. Oh, ich habe den größten Barista-Fehler gemacht. Ich habe die Dampfpflanze nicht direkt sauber gemacht. Sauber machen und dann muss man sie auch purgen, damit es klar ist. So, sehr gut. Du hast jetzt auf jeden Fall, musst du gleich richtig aufdrehen. Also Barista! Nicht zurückhalten. Dann mach mal voll. Ja. Hast du dir gemerkt, wie viel? Ja, ja. Hier ist nämlich so ein Messding und da habe ich ungefähr geguckt. Sorry, dass man so gar nichts sieht. Ja, ich kenne dein Gesicht. Es interessiert sowieso keinen Bidon-Milcheinschüttes, glaube ich. Max, es ist das Lustigste in dem Video gewesen. Gut, jetzt, das ist wirklich das Schwerste und das Einzige, was man lernen muss. Moment, ich komme mal hier. Yes. Beim Milch aufschreiben. Wo kommt das Ding? Warte, nein, so. Und dann leicht rechts in die Ecke. Oh Gott, wie? Du so, mach das, ich gebe dir einen Tipp, mach das einfach, nimm das hier als Fixpunkt und dann kannst du darauf und dann runter. Dann sollte ich da so rechts in die Ecke gehen, genau, dass es leicht eingetunkt ist. So. Ein bisschen weit drunter schon fast, würde ich sagen. Ich zeige es dir mal ganz kurz noch. Ja. Also gehst rein. Ja. Und gehst hier so leicht drunter. Okay, also da rechts unten in die Ecke. So, und dann muss jetzt ich hier voll den Hahn aufreißen. Andere Richtung. Voll. Voll. Sieht schon ganz gut aus. Du kannst so ein bisschen nachjustieren. Ja, ist sehr warm. Okay, dann mach auf. Genau. Das ist jetzt solider erster Versuch gewesen. Genau, und jetzt dreh es noch mal ein bisschen. Da kann man tatsächlich noch echt viel mit korrigieren. Also, wenn du das einfach noch ein paar Mal aufhaust. Ja, ich habe das gesehen, das war sehr, sehr große, viele, viele große Bläschen. Genau, also da hast du wirklich noch die Möglichkeit, auch wenn du nicht perfekt aufschäumst, wie gesagt, das zu retten. Mhm. Ja, und du machst das schon mit so einer Sicherheit. Ich bin ja bei sowas, alles was Hitze ist, bin ich immer sehr vorsichtig. Ja, das habe ich halt wirklich komplett in- und auswendig. Ja, das ist halt schon ganz gut. So, dann mache ich das hier, wie du das gemacht hast, dass ich das auch nochmal kurz aufschüttel, damit man da das Ding hat. Ja, so. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, jetzt erstmal so leicht erst von oben, genau, von oben in die Mitte rein. Okay. Dabei kannst du ein bisschen, ja, stopp. Genau. So. Ja, jetzt hast du so eine, ja, man probiert halt so eine gleichmäßige Basis zu schaffen, ja, deshalb schläft man. Das ist ja perfekt. Und dann kannst du jetzt die Tasse ein bisschen neigen und dann mit dem Schnabel runtergehen und jetzt langsam reinschütten. Ja, okay. Ja, passiert. Aber das ist nicht gerade, du machst gerade nichts falsch, sondern die Milch ist nicht so perfekt. Da kommt was. Ja, kommt was, genau. Ja, ich nenne das auch den Kott.
Der Kott. Das ist der Hasenkott, den ich hier antümmel rechts und links. Weißt du, was man machen kann? Guck mal. Ich habe gerade nichts hier, oder? Man merkt, du machst das schon ein bisschen länger, Max. Wenn du dich dafür schämst, dann muss ich sagen, ihr Hasenköttel, damit wäre auf jeden Fall der nächste Morgen für mich nicht abgesichert. Was eure, also eigentlich macht man es mit einem Zahnstocher oder so. Man kann aber, wenn man so ein bisschen verkackt hat, also nennen es jetzt einfach mal so, kann man so irgendwie da was durchziehen. Mit einem Zahnstocher. Sieht ein bisschen aus wie so kleine Herzchen gewesen. Sieht ein bisschen aus wie so ein, Salvador Dali, so eine geschmolzene. Das war auch deine Absicht, oder? Kock. Ein geschmolzener Kock. Möchtest du den geschmolzenen Kock probieren, Sturmi? Deinen eigenen ersten geschmolzenen Kock? Den möchte ich sehr gerne probieren, Max. Ja, ich muss schnell hier die Milch. Also man probiert möglichst kurz Milch an und innen Sachen zu halten, weil es ist ja schlecht. Schmeckt's? Also die Grundsachen sind ja richtig, also wie viel Kaffee drin ist und so weiter und so fort, deshalb sollte es eigentlich alles passen. Günstige Alternative dazu, ne? Gibt es sowas? Ja, doch schon. Also es gibt, soll ich einen Hersteller nennen? Ja, klar. Also es gibt von Sage zum Beispiel, da haben auch mein Bruder, da haben auch Sebastian und ich unserer Mutter eine Maschine geschenkt. Die machen eine Maschine in Safter. Ja? Okay, da ist die Mühle integriert und man zahlt 500, 600 Euro und kann wirklich auf einem soliden Einsteiger-Level auch Kaffee machen. Es ist trotzdem noch ein Unterschied, also ist es auch schwer, den zu benennen, den Unterschied, aber das ist einfach kräftiger und es hat die perfekte Temperatur hier, aber da kannst du auch wirklich super mit arbeiten und die haben auch so sehr convenient ausgelegte Technologie, dass es mega schnell heiß wird und sowas. Also auch cool. Sagen wir mal, bei dir war ja, wie du jetzt schon erzählt hast, nicht der auslösende Punkt übelst krasser Kaffeekonsum, was ja vielleicht sogar hinderlich ist, sondern eher das dahinter kennenzulernen, wie mache ich einen intensiveren, schöneren Kaffee. Und bei dir ist es ja wirklich eine krasse soziale Komponente. Ja. Weil du bist ja ähnlich wie wir das haben, du bist hier in deiner Wohnung, ich habe es bei mir im Büro, eine ziemliche Open-Door-Policy und wir haben oft genug, genau wie das bei dir ist, Leute, die bei uns reinkommen und Kaffee trinken wollen. Das wäre natürlich da auch sehr schön, bin ich ganz ehrlich, aber nur, wenn ECM jetzt zuguckt und uns gratis eine Maschine stellt. Oder noch besser Sage, weil, da musst du es gar nicht erst lernen, die haben nämlich eine Maschine, die schäumt dir die Milch auf. Ach, Ehre. Ja, also das finde ich natürlich sehr schön, weil es auch eine schöne soziale Komponente mitbringt. Ja. Du weißt, was da jemand für getan hat und du drückst nicht einfach nur so ein Senseo-Knöpfchen. So, eben, Grüße gehen raus, nichts gegen Senseo, ist comfortable, geht schnell. Das ist natürlich ein ganz anderes Level und ein ganz anderer Geschmack und da kannst du noch so viel sagen, da kommt keine handelsübliche Maschine dran. Nicht ansatzweise, also das ist schon heftig. Übel schöner kleiner Einblick. Wir beide haben schon gesagt, Max macht jetzt auch endlich mal wieder YouTube. Es ist das 8. Mal. Und dieses Mal aber richtig, keine anderen Sachen mehr drumherum, kein Studium und so. Also Glückwunsch zum Bachelor nochmal. Dankeschön. Auch auf dem offiziellen Wege hier. Schaut bei Max gerne mal vorbei, der macht auch viel Kochsachen. Und wir beide sind auch in einem regen Austausch über vielleicht ein, zwei Formatsachen zusammen. Lasst euch überraschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Max. Sehr gerne, ciao. Wir haben noch ein anderes Video, das kommt bald. Ne? Was geht ist ja das auch da mit, draußen? Oh Gott, ich kriege gar nicht. Oh Gott, eine Taube. Smash Burger? Was? Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.